Viele Sportschützen werden das kennen. Ihr steht auf dem Stand, ihr wollt vielleicht von einem Schützenkollegen die Treffer beobachten, habt aber kein gescheites Glas mit dabei. Ich stehe jedes Mal in Alsfeld da, an der Sitze irgendwo im Bereich der 50 Meter. Vorne schießen die Schützen von 25 Meter und ich sehe gar nichts, was die Jungs dort machen. So auch zum Beispiel bei der Landesmeisterschaft Lever Action Rifle. Ich habe ein Spektiv nicht dabei gehabt, weil ich aber keine Lust hatte, es mit in die Tasche reinzuwerfen und hatte nichts dabei, womit ich die Treffer von meinen SLG-Mitgliedern zumindest mal aus der Entfernung heraus beobachten konnte. Das hat mich dazu gebracht, mir etwas Neues zu kaufen, und zwar, wie soll es sein, ein Fernglas. Voraussetzung für mich, ein Fernglas zu kaufen, war, es muss in meinen Rucksack reinpassen. Wer meine Reviews über die G-Outdoor-Rucksäcke gesehen hat, weiß, dass ich den 1711er meinen eigen nennen darf. Und der hat eine Extra-Tasche für Ferngläser. Zumindest mal von der Beschilderung von diesem Indikatorsystem her. So, das bedeutet, in dem Rucksack, ich kann natürlich keine Riesenfernglas da reinpacken. Das hier zum Beispiel ist ein uraltes, was ich irgendwann mal geschenkt bekommen habe, ein 20x50. Ist ein Billigheimer, schlechte Optik drin. Es passt zwar mit in die Tasche rein, aber das ist mir effektiv zu groß und zu globig. Also habe ich mir etwas Neues geholt. Ein kompaktes Fernglas. Und zwar das Nocoex Large Vision Binoculars. Dieses Fernglas kostet 59 Euro Batsch bei Amazon. Ist in meinen Augen von der Griffigkeit her, vom Feeling her, sehr wertig gemacht. Recht schwer, muss ich sagen. Also es hat den Anschein, dass es tatsächlich ein Metallgehäuse hat, kein billiges Plastikgehäuse. Ich will euch auch nicht länger auf die Folter spannen. Hier ist das gute Stück. Ihr seht also jetzt im Vergleich, das ist also schon ein ziemlicher Unterschied allein in der Größe. Es kommt mit unten zwei abnehmbaren Flipcovers, sehr praktisch, und oben ein zusammenhängender Schutz, den man nicht ganz so leicht verliert wie die einzelnen Caps. Der Sehbereich kann hier für Brillenträger und Nicht-Brillenträger angepasst werden. Wir haben natürlich hier noch einen Dioptrienausgleich hier an diesem Rädchen und ich kann natürlich hier einstellen. Ich habe das draußen mal probiert, habe mir eine Scheibe genommen, mit der ich KK geschossen hatte. Hab die mal aufgehängt aus 25 und abgelaufen auf 50 Meter mal geguckt, ob ich da tatsächlich, sag ich mal, zumindest mal auch die kleinen KK-Löcher sehen kann. Und ja, kann man, ist ein, und zwar sehr gut und sehr klar. Die Güte der Optik scheint, es ist kein Swarovski, es ist kein Zeiss, es ist kein Nikon oder Olympus, aber für das, was man bezahlt, nämlich 60 Euro, ist es eine absolut tolle Optik. Muss ich ganz ehrlich sagen. Geliefert wird es in einer schicken Pappschachtel, nämlich diese hier mit einem Halsbändchen und einer relativ robusten Nylontasche inklusive einem kleinen Putzlumpen drin. Kommendes Wochenende ist die Landesmeisterschaft Dienstpistole in Hessen. Da werde ich das Glas dabei haben und werde mal gucken, ob ich aus der Entfernung raus bei diesen Lichtverhältnissen dort, wo, sage ich mal, die Scheiben auch durchaus mal ein bisschen im Schatten liegen können, die Treffer meiner SLG-Mitglieder und anderen vernünftig beobachten kann. Und auch vor allem meine eigenen Treffer. Ich bin gespannt. Und wer dieses Glas interessant findet, wer es auch gerne haben möchte, wie gesagt, unten poste ich euch den Direktlink dorthin. Ist ein tolles Produkt, denke ich mal, für einen akzeptablen Preis. Das ist der Nocoex Large Vision Binoculars 10x42.